Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Goldenzahn, die dunkle Dämmerung. Wir sind hier auf der Weltkarte. Waren beim letzten Mal in alten Gestaden unterwegs, in Chaotisch und Alfay hauptsächlich. Ich habe einen Djinn gefunden, eine wichtige Notiz, die wir später noch in Angriff nehmen werden. Und komme ich da? Ah, gut, da komme ich durch. Gut, wir gehen jetzt erstmal den Djinn holen. Der ist hier noch auf einer Insel. Ich hoffe, ich erkenne sie wieder. Ich glaube, die hier ist es nicht, ne? Ups, da sind wir kurz ein bisschen... War die das? Hallo? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die das war. Weißt du noch, das ist eine kleine Insel, eine kleine Wüsteninsel war, die südlich von Harappa war. Und Harappa war doch diese Ruinenstadt, wo wir am Anfang waren. Level 38 für Matthew. Da ist Harappa. Irgendwo. Und hier muss dann auch irgendwo die Insel sein. Warship. Die könnte es sein. Da ist er auch schon. Ist dann auch der letzte Jupiter-Djinn, dann gibt's keinen mehr. So, Bums. Boom. Und das war er. Na, das ist aber nicht sehr gewährt. Level 38 für Amity. Es ist Samum. Samum, dieser Geist des Feuerwindes, lebt in heißen Wüstensand. Der raue Wind, den er erzeugt, brennt sich tief in die Körper seiner Feinde. So, damit hätten wir alle Windjins. Gut. So, wenn wir schon mal in der Ecke hier sind, können wir uns gleich den Kreis ansehen, der hier dann unten in der Ecke ist. Oder auch nicht. Und ich will jetzt nach diesen Aglaupen geht. So, noch einmal angreifen, sollte die auch besiegt sein. Oder es? Oder er? Oder sie? Who knows? So. Gibt's ja auch einen Eingang? Ah, das sieht nach einem Hochweg aus für uns. Also, Ausweg vielmehr. Parkplatz? Keine Ahnung. Eine Anlegestelle. Ich meine, wobei es ja schon ziemlich tollkühn ist, mit seinem Schiff am Strand anlegen zu wollen. Läuft doch auf, das Teil. Ja, wenigstens haben wir jetzt mal die normale Kampfmusik wieder. Das ist doch auch was Schönes. Autsch, wie süß. So. Und Level 38 für Chiara. Läuft bei uns. Na klar. Das machen hier Schneewölfe. Hier schreit's nicht mal. Also ich meine, da oben im Norden, da bei Emil, wo der Schneeschrein war, 34 bis später. Ja, die hat es noch verstanden, aber hier? Das sieht mir sehr vulkanisch aus. Das sieht mir sehr vulkanisch aus. So, das. Wow, die hast du aber gerade schon weggefickt. Level 36 für Eoleo.
Na, was haben wir denn da? Die Vulkanhöhlen. Da ist eine Truhe. Die hätte ich gerne. Da ist noch eine Truhe. Die hätte ich auch gerne. Ach, hier kann man bestimmt die Thermik-Synergie von Linksys nutzen. Ich würde mich hier erstmal in Ruhe umgucken, aber Dankeschön. Immer diese Felstrolle. Ja, Level 38 für Tyrell. Kann man die hier so einsetzen? Ja, dass man da einen Greifer einsetzen kann, ist mir klar. Da muss man doch nach unten für, oder? Ich glaube, wir müssen irgendwie noch eine Etage tiefer. Das schon? Kommen wir da so ran? Hätte mich auch gewundert. Gibt es hier noch einen Eingang? Alter, Klappe. Ich guck mich hier doch nur um. Teilen die sich ja auch noch. Ah ja, Level 38 für Chemie habe ich gar nicht fast übersehen. Hätte mich gewundert, wenn es den zweiten Eingang gegeben hätte. Ich meine, diese Windströme sehen mir sehr nach Thermik aus. Ich glaube nicht, dass du hier einsetzen kannst, ne? Wir müssten eigentlich noch eine Etage nach unten. Ah, hier kann man das bestimmt einsetzen. Ach, vergiss es, da kann man sich hingreifen. Oder? Da kann man sich doch hingreifen. Das... Ja, kann man. Upsa, geht doch. So sieht mir das doch schon viel mehr nach dem Dungeon aus. Ich glaube, ich soll die mit Thermik auf den Shortcut legen. Das werden wir noch ein paar Mal brauchen. Ein Nackenschmuck. Erhöht PP. Nein, nicht wegwerfen. Nein, geben. Ich mag Jahre. Hat sie nicht mehr PP zum Heilen. Oh, wobei, können wir von hier den schon aktivieren? Mich von da rüben hingreifen können. Upsa! Tja, dann mach ich eins. Wuhu! Und schon sind wir hier. Heiße Sache. Judy, dann wieder nach oben, hm? Aber wir müssen noch auf die andere Seite, ne? Ach, Eoleo hatte die Thermik. Schaut mal, was da ist. Da ist ein Fire-Gin. Oh, das war easy. Dann müssen wir jetzt nur noch den Gin kriegen. So, die können wir uns schenken.
Ich krieg dich, Junge. Ich krieg dich. So, da unten. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man hier beide aktivieren muss, damit man zum Ziel kommt. Lame. Aber auch gut. Hi. Können wir den von hier aktivieren? Ja. Das soll ihm gefallen. Wie schön. In die Tür ist das Symbol einer Sonne geschnitzt. Darunter befindet sich ein Schlitz in Form eines Schwertes. Tja, da werden wir wohl später nochmal wieder zurückkommen müssen. Denn wenn wir so an Golden Sun denken und an ein Schwert mit Sonne, ja, dann muss ich an die Sorrelklinge denken. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Naja, die kriegt man hier erst sehr, 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 sehr spät. Hi. Ich hab dir einen kostenlosen Flug beschert und du willst kämpfen. Du bist auch witzig. Mach doch aus. So. Hitze im Team. Yay. Hitze. Dieser Feuergeist lebt in einer Vulkanhöhle und strahlt ein helles, aber angenehmes Licht aus, das den Geist erfrischt. So, damit hat Tyrant auch all seine Gins. Ich glaube, die möchte ich mal tauschen. Lehm. Klingt ganz gut. So, damit Wind sind wir durch. Drei Gins fehlen uns noch. Ein Ende ist in Sicht. So, die hätten wir auch. Kann ich mal einen Zehner weitergeben. So, bauen wir jetzt einen kleinen Raumanzug zusammen. Das sind viele. Da nehme ich lieber ein bisschen Psy-Energie. Das sind mehr als drei, also Psy-Energie. Tja, da seid ihr nass geworden, wa? Gut. Level 39 für Matthew. Level 39 für Amity. Elixier und Heilkraut gefunden. Love Bones. Jetzt muss ich nochmal um den Pudding laufen, ist doch nicht wahr. Als Taucher. Sieht nicht so aus. Daneben nicht. Autsch. Kannst du demnächst besser direkt angreifen? Naja. Schon wieder drei, das ist doch echt nicht wahr. So, und du greifst den direkt an. Eigentlich ist egal, wen du direkt angreifst, sondern wenn die anderen sich weggeht, wechselt der automatisch das Ziel auf den, der noch steht. Wir müssen ja nicht mehr so rausschauende Fähigkeiten haben wie früher.
So, Level 39 für Chiara. Und Level 33 für Dio. Elixier und noch ein Heilkraut. Na, wenigstens geben die ordentlich Loot. Ist doch nicht wahr. Wieder drei. Na, wenigstens nur diese Nymphen. Die sterben ja bekanntermaßen wie die Fliegen. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg nach Yamata. Liegt zwischen den beiden Zielen, wo wir hinwollen. Und wie gesagt, da müssen wir auch noch mal hin. Da gibt es auch noch ein Erdchen. Und dank der Rotkugel kommen wir da jetzt auch voran. Also ist das auch kein Problem sein. Ich glaube, das war er. Wow. Na, wenigstens haben wir Tamek jetzt mal richtig ordentlich genutzt, sonst hat das immer nur rumgegammelt. Ah, oh, das Strumpf passt dran vorbei. Na komm. Ich wollte gerade sagen, so, da wären wir, aber nein. Na, ist gerade der. Der grobe Käfer, nämlich irgendwie ein Skaraborn. So, da wären wir wieder in Yamata. Wir uns eigentlich verheilen gehen, uns fehlen ein paar KP. Ah, so lässt sich doch leben. So, wir können eigentlich mal ein bisschen was von den Unrat verkaufen, die wir mittlerweile wieder angehäuft haben. Ja, das kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Ich sag doch, wir haben Unrat angehäuft. So, Tyrell schon wieder was. So, die Feder behalte ich noch. Aber was hast du eigentlich für Artefakte? Ich hab mal einen Keks verkauft. Ach, die wunderbaren Heldenchroniken. Ich fand die toll. Hier gibt es so den üblichen... Was war das? Was habe ich, sehe ich da? Da ist eine... Ach, das ist nur Muramasa. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Waffe, die für Tyrell ganz gut ist, aber... Gibt es hier sonst noch was? Dann ab in die Dingsens. Genau hierhin. In die Ruinen von Yamata. Ui. So, hier können wir jetzt ja hin. Juwel weist den Weg zu demjenigen, der tief verborgen in der Erde ruht. Geht doch. So, hier gibt's irgendwo einen Djinn. Wow. Ah, okay. Naja, noch können wir hier so durchlaufen. Ach, ich sehe schon, das wird ein Spaß.
Okay. Der geht. Wir brauchen den hier. Erinnert mich ein bisschen an den Venusleuchtturm, an die Rätsel, die da waren. Da, wo wir diese Statuen hatten, die mit Energie versorgt werden mussten. Wisst ihr noch? Oh, das war noch Zahn. So. Das macht dann aber irgendwie. Doch, das macht Sinn. Das macht Sinn. Alles gut. So, der kommt jetzt einfach da in die Ecke und dann sind wir schon durch. Tada, ich wünschte, hier wird es Versanden geben. Hier hat man irgendwie so ein Ruin von Uncool-Feeling, finde ich. Durch den ganzen Sand. Das rote Juwel weist den Weg zu demjenigen, der tief verborgen in der Erde ruht. Was haben wir denn da? So, der führt uns nach unten. Das heißt, wir brauchen den hier. Und der muss da raus. Genau, mit uns da. So, dann schieben wir den mal aus dem Weg, dass der uns da gleich nicht stört. So, der kommt dann dahin. Nein! Naja, wir fliegen eh gleich wieder raus. Wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch eigentlich nur den da hinschieben. Tada! Dann können wir uns einfach hier raufstellen und ab geht die Post. Also wir in dem Fall. Ups. Und ups. Super, die Donnerkrone, die ist verflucht bei sich, weil wir haben keinen Priesterring. Und wir alle wissen, dass verfluchte Items ohne Priesterring nicht so geil sind. So, sind wir wieder hier. Aber jetzt können wir hier lang. Der Sand ist ja weg. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Na, so ein Teil. Der mutige Krieger, der sich der Dunkelheit entgegenstellt, wird die Kontrolle über die Erde erlangen. Das hilft uns nicht weiter. Na, hier können wir noch so rumlaufen. Yay! Oh, da unten geht's weiter. Schon wieder so ein Rätsel. Warte, Leute, hier steht auch kein anderes Hobby zu haben. Also der muss da hoch. Muss er doch, ne? Ich glaube, wir haben gar nicht genug dafür. Wenn der muss jetzt so. Oh doch, das funktioniert. Das funktioniert ja. So.
So, das funktioniert. Blub, da wären wir. Das blaue Juwel weist den Weg zu demjenigen, der tief verborgen in der Erde ruht. Da ruht ein Djinn verborgen in der Erde, würde ich sagen. Ja, man sieht schon ein bisschen was vom Götzen noch. Ich will erstmal den Djinn haben. Aber wobei, eigentlich... So, dann aktivieren wir das noch irgendwie auf der anderen Seite und gehen dann wieder zurück und holen uns dann den Djinn. Dann haben wir auch schon die Erdschutz fertig. Geil. So, dann hier nochmal kurz suchen. Und dann haben wir da eine Verbindung zueinander. Gut, aber erstmal müssen wir sehen, dass wir zu dem da unten hinkommen. Wir nehmen den. Okay, das sollte mich nicht gerade vorstellen, wenn ich ihn rausziehen will. So, den brauchen wir nicht, der kann ganz raus. Dank unserer netten Abkürzung können wir gleich einfach hier lang gehen. So. Das sollte funktionieren. Dann hier lang. Und dann wieder hier lang. Et voilà, da wären wir. Und jetzt hauen wir den zu Brei. Wollte gerade sagen, ja geil. Boom. Null, das geht jetzt mal richtig in der Fresse, Mann. Nö, na toll, ist Kira verspukt. Oh hey, immer noch mit dem Djinn. Und es ist Schierling. Schierling, dieser Geist wird häufig mit dem Tod assoziiert und lebt in einer antiken Ruine. Sein Wort allein kann den Tod seiner Feinde herbeiführen. Neues? So. Sehr schön. Damit fehlt uns noch ein einziger Wasser-Djinn und ein einziger Mast-Djinn. Das heißt, da sind wir auch fast durch. Beschwörungen gibt es auch noch ein paar, aber da sind die meisten, glaube ich, in der Sidequest versteckt, beziehungsweise hinter diesen Türen, wo wir die Zurklinge für brauchen. Welche es ja normalerweise erst im letzten Dungeon gibt. Ich wäre überrascht, wenn es die hier eher geben würde. Und ich port mich nochmal kurz wieder zurück. So, da machen wir nämlich beim nächsten Mal weiter. Wir haben jetzt hier nämlich ein bisschen, naja, weniger Sand. Und dann hoffe ich, dass wir beim nächsten Mal die Ruinen von Yamata abschließen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dann dabei sein würdet. Bis zum nächsten Mal und ich verabschiede mich wie immer mit einem Ciao.